So, ab in flinke Flitze, auch wenn ich nicht mehr weiß, wie das geht auf der PS4. Aber wir wollen. Ach, dann landet man hier. Gut. Grenzsturm, Noriko. Führe einen verzweifelten Drehangriff aus, der am stärksten ist, wenn du noch wenig HP hast. Mit Selbstopfer, gib HP aus, um einen einzelnen mächtigen Angriff auszuführen, ist Grenzsturm dann auch schon wieder gut. Problem ist, man kann sehr leicht sterben, aber man macht schon Schaden. Das war eine Kombo, die ich hoffentlich gerne verwendet habe. Leider ist Feuersalve sehr, sehr gut. Verdammt. Frost auch relativ Dreierplasma. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ballon weg, Wegwumms. Vollständig wieder her. Ja gut, ne? Das könnte ich gebrauchen. Genauso wie das. So, ein paar andere Sachen. Gut, also wir müssen jetzt mit Flinke Flitzer einiges machen. War da gerade noch eine geschlossene Kiste? Habe ich das gerade richtig gesehen? So, den ersten Kampf habe ich. Goldrang. Was? Endrinder Rang. Okay. Ach, Endrunde. Ah, oh, mein Gott. Stimmt, waren alle gleichzeitig, oder? Oder? Nein. Nein. Schöner Funke. Ach, wurde jetzt ausgewechselt. No! Panne muss er. Schön Bauchrammer. Noch ein Bauchrammer. Was auch immer das ist. Ach, die Arschbombe. Aufladender Schlag! Nochmal ein Bau. Eine Arschbombe, meine ich. Schöne Rolle. Einmal gemacht. Hat leider irgendwie nicht getroffen. Oh, da ist der. Einschlafen bitte. Well. Ach so. Na, so, das sind die Karten, die ich laden muss. Aha. Weg mit dir. So langsam bin ich wieder drin. Problem ist, wenn die genauso schwer ist, die letzte Runde, wie, oh, den Stern kann man wenigstens machen, dann keine Chance. Jo. Warum verliere ich alles? Problem ist, eine schöne Trophäe ist, bekomme in diesem fucking Duell, so selten wie das kommt, dreimal eine 7. Das ist fucking schwer. Jetzt muss ich die ganze Zeit flinke Flitzer spielen. Ich glaube nicht, dass ich die letzten kann. Wenn ich jetzt noch meine HPs wüsste, am Ende dieses Kampfes von meinen Kameraden. Ja, Rang B. Nächstes Match. Starten wir nämlich die ganz schöne flinke Flitzer-Reihe. Problem ist, ich muss alle shoppen. Sonst komme ich, glaube ich,
nicht. Ja, ist gut. Sag schon, jetzt komme ich nicht zum Secret Ending. Warum kann ich nicht aneinander rein, ha? Huh? Auch mal wieder schön auswechseln. Scharf gegen Scharf. Oh. Da hat er ein bisschen viel aufgeopfert. Hallo? Ich wollte schon sagen, ich hab doch gewechselt. Warum passiert nicht? Hä? Warum wollte das Plus gerade eben nicht? Jetzt schon wieder nicht? Dauert irgendwie viel zu lange. Ja, wow. Warum dauert das manchmal so lange und manchmal nicht? No, 14. Aha. Duell schon wieder. Ach Mann! Warum startet der denn so? Aha! Immer mit diesen Glocken. Warum? Nochmal Hauswurf. Glührad! Dieser Name. Rat. Okay, ich habe schon wieder nicht auf meine HP geachtet, aber ich glaube, die waren alle relativ voll. Bis auf halt diese Duelle. Ja. Bis auf dieses Duell eigentlich schon relativ. Bis auf, dass es ziemlich lange dauert, bis er manche Karten verketten will. Und das ist kacke. Weil auf dem DS konntest du einfach hochschrauben und in den schwierigsten Schwierigkeitsstufen war das wichtig. Wirklich wichtig. Jetzt nur Bronzemedaille, weil ich nicht überall einen Stern habe. Weil ich beim ersten nicht wirklich Schaden genommen habe. Oh je, vier Runden. Kann lange dauern. Aber ich glaube, ich brauche das. Wie viel braucht man einen Profi und 6 Trophäen? Ich muss gleich erstmal gucken, wie viele Trophäen ich überhaupt habe. So, Duell. Ja. Ah, nein! Ja! Müsste ich jetzt nicht... Ja, Lucky 7, Alter. Dass ich das Erste, was passiert, wenn ich mal so ein Duell gewinne, dass ich dann wirklich... Oh, what? Dass ich dann wirklich gleich direkt die 7 bekomme. Eieiei. Schön, eine 10, langsame Schnecke. Wechsel. Schon wieder ein Duell. Okay, das sah jetzt etwas gekonnt aus. Aber das Einzige, was ich mache, ist einfach drücken. Ja, warum auch immer man nicht sofort verkettet. Ich weiß es nicht. Stern sollte ich mir eigentlich immer aufbewahren, wenn ich mal irgendwann blocken will. Ei. No.
und immer viel zu viel Schaden. Warum durfte ich das jetzt nicht wieder verketten? Ich verstehe das nicht. Das darf ich so einfach verketten. Und so vieles darf ich nicht. Instant? Ich weiß nicht. Schöne Arschbombe. Der wurde natürlich davon nicht getroffen, weil er ausgewechselt hat. Das Timing von Auswechseln ist anscheinend auch ziemlich wichtig. Oh, Stern. Lalalala, nochmal Stern. Je höher die Zahl ist, umso mehr Schaden macht man, glaube ich, auch. Könnte aber auch nicht sein. Ja, auf in den nächsten Kampf. Gib mir den B oder A Rang. Aber dass man Bronze bekommt, wenn man einmal A oder einmal B hatte. No, Fishies. Und eine Blume. Wobei die Blume schon etwas mehr wehtut. So. Kettet nichts aneinander, dann macht ihr auch nichts. Duell. Was soll man dazu sagen, ne? Warum nicht gekettet? Du mich auch. Ich wollte jetzt eigentlich gerade ein Duell machen, aber gut. Hä? Warum hat das jetzt schon wieder nicht funktioniert? Hä? Was war Multiwurf jetzt bitte? Sachen, die man nicht versteht. Elf, hab ich keinen Bock, irgendwas zu ketten. Multi-Duell! Ah, da hätte ich einfach. Pass. Doppelwurf! Multiwurf! Nochmal Multiwurf! Wechseln! Und tschüss. Ach ja, man konnte ja auch irgendwie blocken. Ich habe nur vergessen, wie das geht. Eieiei. Ah, komm schon. Warum hat das nicht funktioniert mit der Aneinanderkettung? So war das. Ach, nur weil ich... Kann ich nicht auch Verteidigung ketten? Ah, es dauert länger, Kommandos zu machen. Das war's. Okay. Moment, Moment mal. Eigentlich hätte meins nicht funktionieren sollen. Ich hatte ein weniger. Hat er wahrscheinlich in letzter Sekunde verbraucht, die Zeit? Oder was Neues aktiviert? Keine Ahnung. So, gib mal dem B-Rang. Gott, ey. Man musste aber nicht einen Sternhang dafür machen am letzten Cup, oder? Was war das für ein Ton? Kann halt schon gewesen sein. Von Bronze. Ach, weil jetzt schon Bronze, aber noch nicht Endkampf. Oder wie? Oder was? Von der Durchschnittsbewertung her. Funker! Oh, wow. Direkt, ach, ich bin viel zu langsam. Mach doch mal was, lahme Schnecke. Sinistra-Lebe. Ich hab zwar keine Ahnung, was das im Endeffekt war, aber es klingt mal nice. Haha.
Die Sterne sollte man meistens eigentlich zum Abwehren benutzen. Ja, ich wurde getroffen, obwohl ich stärker war. Oder es wurde zu spät benutzt. Ich habe keine Ahnung. Darf so vieles nicht aneinander ketten. So, schlaf mal die Zeit. Ach, 7. Ha, schon wieder. Es geht irgendwie einfacher als gedacht. Sollte eigentlich nicht so sein. Duell, ich will irgendwie... Ja, nice. Macht ja nichts, wenn er es überspielt. Ich vergesse ihn immer wieder. Und jetzt kann ich schon wieder nicht plus machen. Aber es ist egal. No. Zum Glück hat er eine 4 gezogen. Hallo, Wolfi. Ah, flinke Flitzer. Warum? Wie viele Pokale gibt es überhaupt noch? Das war jetzt erst der dritte. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Und ich weiß noch nicht mal, ob der, den Cup, den ich vorhin freigeschaltet habe, der letzte war. Es gibt mir einen Stern, ne? Ich glaube, das hier war jetzt der Endkampf. No! Mein Panda ist besser. In before. Ha, Sinistra Nebel. Oh. Dagegen kann man leider nichts machen. Wie lange hält das? Danke. Duell. Das hat mir eine Kirsche in der Mitte. No. Verdammt. Oh, übertreiben wir mal ein bisschen. Schaf kommt raus. Ich sollte mir echt angewöhnen, die Sterne einfach mal für Abwehr zu benutzen. Ja, schon wieder ein Duell. Dass ich genau exakt dasselbe liegen habe. Schon wieder ein Duell, okay. Danke. Ah, komm schon. Warum immer diese Duelle? Ach. Die Zeit, die ich Karten benutzen kann, dauern, die braucht. Okay. Dann kein Wunder, warum ich manchmal nichts machen kann. Und aneinander rein kann. Haben die neu gemacht? Das war doch nie so. Mein Panda ist besser. Bam. Sanctus. Nochmal Sanctus. Okay, dagegen brauche ich nichts machen. Warum hat er so viele Sterne? Kann ich noch nicht mal sagen, dass mein Bär der bessere ist. Da Fug. Kann ich jetzt leider auch nicht sagen, weil ich für den letzten Schlag auswechseln muss. Aber okay. Schnecke besiegt Panda. Wie viele Kämpfe habe ich noch vor mir? Flitzerstufe 6. Timpin Cup. Aha! Aha! Timpin ist was völlig anderes. Ah, schalt doch nicht noch mehr Cups frei. Digital Cup, Timpin Cup, Nash Cup, Final Cup.
Ich habe noch nicht mal ansatzweise alles freigeschaltet. Ach du heiliges bisschen. Aber ich kann ja schon mal vorarbeiten, weil kann schon sein, dass ich den letzten KPS bekomme, wenn ich die letzte Welt habe. Das wäre natürlich kacke. Wie viele Kämpfe habe ich? 2, 6, ja, so ein paar. So ein paar. Mag ich nicht. So. Brechen wir durch die Verteidigung. Schilden uns einmal. Ich wollte schon sagen, trifft er uns da nicht oder was? Weil wenn man mit Stern blockt, kriegt man direkt einen Sternangriff. Was Besseres kann man nicht bekommen. Na gut, dagegen hilft natürlich nichts, wenn der Gegner selbst Stern hat und man keinen. In letzter Sekunde, sag ich mal. Ich wollte schon sagen, gerade nicht getroffen oder was? Ach man, warum musste er ausgerechnet da eine Dings haben? Okay. Dagegen habe ich gerade nichts. Aber ich kann auch auswechseln. Danke. Der trifft überhaupt nicht. Das Sanctus. Betrug! Danke. No, überboten. Oh, es ging schon raus. Ja, dann, my bad. Muss ich auch gleich wieder aussetzen. Warum konnte ich nicht noch mehr aneinander ketten? Warum? Dass ich da so eine Leiste habe, darauf muss ich echt mal achten. Deswegen ist es auch wichtig, öfters einfach mal zu verteidigen, weil das Verteidigen zieht keine Leiste ab. Sehr gut. Warum auch immer einen Sternrang? Ich habe keine Ahnung. Aber wäre schön, wenn ich jetzt überall einen Sternrang bekommen würde. Ich hoffe nur, ich brauche keinen Sternrang überall. Och, komm schon. Danke. Aber man merkt schon, die haben jetzt schon etwas mehr drauf. Dass das nicht so lange hält. Der Angriff von ihm kam auch irgendwie nicht durch, what? Oh, danke. Nein! Zum Glück aktiviert er nicht so schnell. No. Ja, komm. No. Ach man. Ja gut, das war jetzt nur ein 8 Sanctus. Etwas so nicht wert, aber, ne? Ich habe einen Stern Sanctus jetzt. Noch ein Bauchrammer, yay!
Zum Glück ist die Hitbox des Bärs so kacke. Na dann, danke. Ja. Kann sind jetzt leider irgendwie wasted. Ja, wow, das. Ah, Block-Timing. Leider viel zu langsam dafür, ne? Das war einfach. Na komm, Schildwurf. Okay, Hauswurf eher gesagt. Das sind ein paar tolle Emotes. Hätte ich auch gern. Das wird leider kein Stern. Wait, das war schon mit dem Digital Cup? Ich dachte, da kommt noch ein. Ah, schon wieder Stern rein. Okay. Dann kriege ich auch den Goldpreis. Ah, Blitz Cup. Hör auf, was freizuschalten in Cups. Ich will nicht mehr. Direkt Endrunde, machen wir mal. Direkt ein Cup. Wieder fertig. Dann kommt der Tinpin Cup. Der natürlich in dieser Stadt, wo wir uns befinden, an Tinpin Slam erinnern soll. Duell in Blocken. Natürlich hat er eine 7. Ja, komm. Alles gut. So, warum verschwindet jetzt eigentlich meine Leistung? Den Stern als Angriff. Ich habe ja noch einen Stern zum Verteidigen. Und dann haut er seine ganzen Karten raus. No, ein zu wenig. Warum habe ich jetzt auch so viele schwache Karten? Gefällt mir nicht. Banzai! No! Zum Glück noch in letzter Sekunde geblockt. Nein! Das hat auch eine gute Karte. Danke. Zum Glück hat man ja mit Sternen Kontermöglichkeiten. Natürlich wollte er nicht alles aneinander rein. Ah. Warum hat meins jetzt überhaupt nichts getan? No, meine Schnecke ist tot. Überhaupt nicht cool. Duell. Once again. Zum Glück hatte ich eine 7. No, das ist leider schwach. Auch keine Karten, mein Gott. Schon wieder ein Duell. Warum ist die Graffe jetzt draußen? Ja, natürlich hat er das. So, beenden wir es mit dem Angriff. Danke. Würde ich auch geknollt. Ich meine, guck dir diesen Panda-Bär an. Es gibt eine schlechte Bewertung. Aber es ist mir egal.
ich glaube, ich wirklich keinen Stern überall haben muss. Und dafür, dass jemand gestorben ist, nochmal A-Rang zu bekommen. Ja. Ja. Ziemlich gut.